Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Luftzeichen, Zwillinge, Waage, Wassermann, zu eurem Neumond-Reading im Krebs am Portaltag am 20.07.2020. Kraftvolle Energien, Neumond im Krebs, Portaltag 2020. Ey, alles, es wird alles aufgefahren vom Universum. Alle Energien, die gerade gebraucht werden. Die Infos zu meinen Karten, zu einem persönlichen Reading oder alle anderen Infos über mich findest du unten in der Infobox, daher heißt die so. Und ich möchte jetzt gern hier mit dir direkt in die Energie schauen. Ja, meine lieben Zwillinge, Wagen, Wassermänner, Wasserfrauen. Das Element Luft ist eure Heimat und ja, mit dem Neumond im Krebs kommt da eben ganz viel Tiefe hinzu. Und da bin ich gespannt jetzt hier mit den Mondkarten, welche Botschaft sich da zeigt. Ich möchte aus beiden Orakeldecks jeweils eine Botschaft ziehen. Die springen nämlich noch nicht, die sind noch relativ neu und von daher ist Ziehen die einfachere Alternative. So, und hier auch eine Energiekarte, einen Energieimpuls für meine lieben Luftzeichen. So. Und nun schauen wir mal. Neumond in den Fischen. Naja, fast Neumond im Krebs haben wir ja jetzt. Aber dennoch ein Neumond, der in die Tiefe geht. Meditate and contemplate. Also meditiere, kontempliere, komm in die Stille, komm in deine Tiefe, komm bei dir an. Und komm in deinem Herzen an. Komm wirklich bei dir an. Denn als Luftelement bist du jemand, der da manchmal wirklich in höheren Sphären schwingt. Und ich glaube, dass es hier darum geht, wirklich in dir anzukommen. Nicht irgendwo da draußen, nicht irgendwo ganz weit oben, nicht irgendwo im Universum, sondern in dir. Schau dir diese beiden Fische an, wie schön die hier in gleichmäßigem Rhythmus schwingen. The Loyal Heart, das loyale Herz. Das aufrichtige Herz, dein Herz in dir, mit dir selbst, loyal, aufrichtig zu sein, um da in deiner Tiefe anzukommen und vielleicht auch zu bemerken, wenn du in einer Meditation oder in deiner Stille mit deinem Kopf abdriftest. Es geht jetzt dann nicht darum, dich dann zu verurteilen, zu schelten oder irgendwas. Es geht um das Beobachten. Einfach nur beobachten, aha, bin ich wieder mal meinen Gedanken aufgesessen. Okay, Gedanke. Okay, Gedankenschleife. Und dann wieder dich mit deinem Herzen zu verbinden und zu atmen und bei dir anzukommen. Immer wieder in deiner ganzen Stille, in deiner Meditation, Kontemplation, nimm dir da wirklich Zeit, um bei dir, in dir anzukommen. Das ist die Einladung des Neumondes, um in deiner Fülle anzukommen. Die neun Kelche, um da wirklich auch diese Tiefe in dir einmal wahrzunehmen, wirklich da mal hinabzutauchen.
dich mit der Energie deiner Herrscherin zu verbinden. Und die 5 Münzen, die dich dann in Form deiner Gedanken daran erinnern. Ach, was will ich schon? Ach, wer bin ich schon? Ach, wo soll ich denn schon hin? Spürst du den Unterschied? Geh aus diesen Opferrollen raus. Du bist nicht das Opfer. Und die Karte zeigt das hier ganz toll. Die zwei Personen hier laufen verwundet und an Krücken hier im Außen umher. Und da innen, in diesem Gebäude, da leuchtet durch dieses wundervolle, bunte Fenster ein Licht. Das ist dein Herz. Hier schicken dich deine Gedanken hin. Und dann darfst du dich daran erinnern, in dein Herz zu atmen. Das Rad des Schicksals möchte sich nämlich jetzt hier neu für dich bewegen. Ein ganz neuer Schwung möchte da in dein Leben kommen. Das Ass der Kelche und die 3 Stäbe. Ein ganz neuer Schwung, eine ganz neue Richtung. Raus aus diesem Gefühl, dass das, was du zu sagen hättest oder das, was du in die Welt geben möchtest, könntest, nicht wertvoll genug ist. Das stimmt nicht. Diesen Kreislauf darfst du jetzt durchbrechen. Du bekommst hier vom Leben, von Gott, einen Kelch gereicht, eine neue Chance gereicht, die dich wirklich ganz, ganz, ganz tief mit dir, in dir, mit deinem loyalen Herzen dir gegenüber verbinden, mit deiner Aufrichtigkeit. Und so kannst du auch hier ganz klar, ganz neu diese Sehnsucht in dir erkennen. Wobei das hier ist schon mehr ein: Ich habe die Sehnsucht gefunden. Ich warte jetzt darauf, dass der neue Tag beginnt, damit ich losgehen kann. Weil die Sehnsucht in dir, die spürst du schon. Und die Sehnsucht in dir möchte jetzt hier mit dem Wagen ganz neu in Bewegung kommen. Auch mit dem Wagen darfst du dich hier aus dieser Opferrolle herausbringen. Das Rad des Schicksals, es bewegt sich, es dreht sich. Ja, und es bringt dich auch manchmal hier in die Energie des Opfers hinein. Doch spüre in dein Herz, verbinde dich mit deinem Herzen, wie lange du da verharren möchtest. Wie lange du vielleicht auch da schon geblieben bist. Aus Gewohnheit, aus alten Gedanken heraus, aus alten Mustern heraus. Es wird Zeit, hier deinen Wagen neu anzuspannen. Und es wird Zeit, dass diese beiden Sphinxen hier, diese schwarze und diese weiße, wirklich an die Zügel genommen werden und in die Richtung laufen, in die du sie schickst. Weil solange die hier nicht an deinem Zügel laufen, zieht der eine Sphinx nach hier, der andere nach da. Der eine zieht dich in deine Gedanken, der andere erzählt dir, boah, du nimmst eh nichts wahr oder fühlst eh nichts und das können wir nicht. Der hat dann wieder vielleicht noch eine neue Idee. Es geht darum, ganz konkret für dich zu entscheiden, mein Wagen, meine Sphinxen, mein aufrichtiges Herz zu mir selbst, und mein Weg. Dahin. Dein Weg. Deine Sehnsucht. Dein neuer Morgen, der dich hier erwartet. Dein Sonnenaufgang. Ich möchte gerne noch wissen, wohin der Wagen dich bringt. Wohin das Rad des Schicksals dich schickt. Ja, zu deinem Selbstwert, der Bube der Münzen.
führt dich genau da zu deinem Selbstwert. Das Ass der Kelche zeigt dir deine Tiefe an, deine Wahrnehmung. Und die darfst du jetzt annehmen hier. Schau da wirklich für dich ganz genau hin. Der König der Stäbe nimmt deinen Platz ein. Für dich. Da ist so viel in dir, was in die Welt kommen möchte. Auch ganz viel Tiefe, wenn du sie erlaubst, wenn du dich nicht in deinen Gedanken verstrickst. Und der König der Stäbe ist die Person, die hier noch auf den neuen Morgen wartet, die hier aber ihren Platz eingenommen hat, ihren Weg gegangen ist, und mit dieser Energie kannst du dich jetzt verbinden in dir. Es fühlt sich hier gerade an wie eine Art Zeitreise, so dass du vielleicht in deiner Meditation, in deiner Kontemplation, in deinem in dir ankommen, einfach mal Kontakt mit deinem zukünftigen Selbst aufnimmst, die Gerechtigkeit, dass du vielleicht in deiner Meditation einfach mal dahin spürst, okay, ich bin jetzt hier, wo möchte ich in 3, 4, 5 Jahren sein, wie fühle ich mich da? Und hier diese Zeitreise zu gehen zu diesem zukünftigen Selbst, zu diesem König der Stäbe und da wirklich zu schauen, dir auch eine gewisse Form der Anleitung vielleicht geben zu lassen. Wie ist der König der Stäbe hier mit seinem Selbstwert verbunden? In welche Richtung hat er seine Sphinxen gelenkt oder seinen Wagen? Es ist diese tiefe innere Ausgeglichenheit, weil Gerechtigkeit hier ins Spiel kommt und du darfst jetzt für dich da wirklich erwarten, aber ohne zu erwarten, dass da sich wirklich ganz neue Türen öffnen. Ja. Ich bekomme auch den Impuls, es ist genug gemischt, also es wird auch keine weitere Karte springen. Und die Unterseite ist der Tod. Also du darfst jetzt hier wirklich diese alten Muster beenden. Du darfst in der Meditation in deine Tiefe eintauchen. Und vielleicht fühlt sich dieses in deine Tiefe, in dein Herz eintauchen, auch für einen kurzen Moment an, als ob etwas sterben würde. Als ob ein altes Muster sterben würde. Und wenn dieses alte Muster hier, dieses alte Opfermuster in dir stirbt, ja, das kann schmerzhaft sein, aber es ist eben auch der Moment, wo sich das Rad des Schicksals neu für dich dreht. Es ist eine sehr komplexe und durchaus auch sehr individuelle Energie und Botschaft, die sich hier zeigt. Und du bist einfach dazu eingeladen, wirklich bei dir anzukommen, dir diese Muster anzuschauen, die da in deinem Leben wirken, die da vielleicht auch in deinem Verstand immer wieder umherwirbeln, da still zu werden, in deinem Herzen anzukommen und wirklich genau hinzuspüren, was darf da jetzt beendet werden, damit etwas Neues geboren werden kann, damit du wirklich hier diesen neuen Morgen, diesen jungen Tag freudvoll erwarten kannst. Wirklich mit aller Liebe, aller Loyalität zu dir selbst. Vielleicht warst du bisher deinen Gedanken loyal und deinen Erfahrungen, Worten, was auch immer. Und jetzt gilt es darum, dem Rad des Schicksals ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Oder andersrum, das Rad des Schicksals hilft dir ein bisschen auf die Sprünge, um wirklich hier
dem jungen Tag, dem neuen Kapitel auch in deinem Leben zu begegnen, dahin zu schauen. Und wie ich es eben schon gesagt habe, vielleicht möchtest du dich in deiner Meditation hier mit deinem zukünftigen Selbst einfach mal verbinden und da nachfragen. In der Fortsetzung möchte ich jetzt gern noch mal tiefer schauen, was es hier mit der Meditation auf sich hat, mit dem loyalen Herzen zu dir, vielleicht auch zu einer anderen Person. Und ja, ich möchte auch hier auf diese Zeitlinie mal eingehen, was sich da zeigt oder auch wieso sich jetzt eben in diesem Reading dieser Impuls gezeigt hat. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox. Da freue ich mich, dir gleich wieder zu begegnen. Und allen anderen sage ich Ciao und bis bald.